Das einjährige Pilotprojekt E-Carsharing, das vom Klima- und Energiefonds finanziert wird, startete jetzt auch in Guntramsdorf. Ab sofort kann man sich in Guntramsdorf ein Elektroauto ausborgen. Dies ermöglicht E-Car-Regio, ein umweltfreundliches Projekt der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich. Umwelt- und Energiegemeinderätin Monika Hobeck-Zimmermann hat das Projekt nach Guntramsdorf geholt und präsentierte stolz den mit Strom betriebenen VW Golf. Doch für wen ist dieses Auto eigentlich? Für alle. Also im Grunde ist in erster Linie ist es gedacht, dass man sagt, ich habe ein Familienauto, ich brauche ein Zweitfahrzeug und das will ich mir aber jetzt nicht leisten, sondern ich sage, okay, ich spare das Zweitauto ein und nutze ein Carsharing-Fahrzeug. Neben Guntramsdorf sind auch andere Gemeinden bei diesem Projekt dabei, wie Bürgermeister Robert Weber zu berichten weiß. 5 Gemeinden haben sich im Bezirk Mödling gefunden, neben Guntramsdorf auch die Stadtgemeinde Mödling, Berchtesgadsdorf, Brunn und Marenzersdorf, wo in jeder Gemeinde an einem attraktiven Standort ein solcher E-Golf steht und für die Nutzer dieses E-Car-Regio-Projektes, dieses E-Car-Sharing-Projektes bereitsteht, zum Ausparken und zum Nutzen. Finanziert wurde der Golf von Europcar, dem größten Autovermieter Österreichs. Warum eigentlich? Wir wollen auch hier diesen, ich sage mal, den Zug der Zeit nutzen und es hat sich hier extrem gut angeboten. Es gab seitens der ENU die Möglichkeit, mit diesen 5 Gemeinden ein Carsharing zu implementieren. Wir haben in der Initialphase eigentlich einmal nur das Fahrzeug zur Verfügung stellen wollen und sind da mehr oder weniger dann reingerutscht und das hat uns aber so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen hier auch in diesen 5 Gemeinden das Carsharing selber betreiben. Um dieses Leihauto nutzen zu können, muss man sich lediglich bei Europcar anmelden. Im Grunde habe ich mich angemeldet über Europcar, habe einen Nutzungsvertrag unterschrieben und hingeschickt, dann kriege ich eine Karte zugeschickt und die Karte sperrt das Auto auf, wenn ich gebucht habe über Ibola und das geht dann so kurz hinhalten und dann ist das Auto offen. Hier gibt es verschiedene Tarifmodelle, die einen fixen Betrag monatlich, einen sehr geringen Betrag darstellen und dann zahlst du pro gefahrener Minute, gebuchter Minute. Ich denke mir, für jene Leute interessant, die unter Umständen auf ein Zweitauto derzeit verzichten wollen oder ein Auto nicht jeden Tag brauchen und auch das entsprechende Know-how, ein bisschen ein Fingerspitzengefühl für Internet, für moderne Medien besitzen und sich hier im Internet auch einbuchen. Wie es so ist, ein Elektroauto zu fahren, weiß Frau Hafner, die schon jahrelang mit Strom unterwegs ist. In dem Auto fühlt man sich einfach mal sehr wohl, weil es das Fahren einfach ein Vergnügen ist. Also man genießt das leise Fahren, das Wegfahren, das genießt man auch als Frau, dass man einfach von der Ampel schnell wegkommt. Das hat eine gute Beschleunigung. Und mit dem Anstecken und Laden kommt man eigentlich ganz schnell zurecht. Auch wenn es verschiedene Systeme gibt, aber man gewöhnt sich dran. Ja. Und daheim ist es überhaupt einfach. Fahrt mit Garage, steckt an und lädt.